Willkommen zurück zu Pokémon, die blattgrüne Edition. In der letzten Folge haben wir oben in Azuria City unseren zweiten Orden errungen, sind dann hier durch diesen Tunnelpfad gelaufen und sind auf dieser Route angekommen. Genau, dort haben wir dieses Pärchen hier getroffen, was irgendwas hier am Tuscheln ist. Ja, aber das hat uns nicht zu interessieren. Ich werde sie gleich mal ansprechen, nachdem ich euch gezeigt habe, wie unser Pokémon-Team aussieht. Genau, jeder ist hier ungefähr auf Level 20. Bernd ist mal wieder, ne, mal wieder stärker. Der muss immer aus der Reihe tanzen, der Gute. Und Daniel ist noch keine 20. Noch nicht. Der wird wahrscheinlich im nächsten Kampf 20 werden. Und der ist noch keine 20, weil bei 20 etwas passiert, wo ich euch dabei haben will. Ha, ist das nicht schön? So, hallo, wer bist du denn? Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Habe ich ja gar nicht gemacht. Also nicht heimlich. War ja ziemlich offensichtlich da mitten auf der Route. Camper Günther. Oh, du hast einen Namen so ähnlich wie unser Rivale. Das heißt, du bist böse. Das heißt, du musst vernichtet werden. So, was machen wir denn? Wir machen direkt mal Hyperzahn und beißen den Panzer deines Schickes kaputt. So. Oh, zieht dir nicht mal die Hälfte ab. Okay, deine Aquaknarre aber auch nicht. Sehr gut. Nochmal Hyperzahn oder ja, am besten. So, vielleicht haben wir ja Glück und das war genau die Hälfte und zieht jetzt aber nein. Oh, ein Biss. Hey, Vorsicht. Ich bin doch hier die Ratte. Ich beiße hier, ja? Gut, du könntest auch eine Schnappschildkröte sein, Shigi, aber naja. Gut, Daniel erhält so und so viele EP-Punkte. Nee. Nicht EP-Punkte, das wären ja dann Erfahrungspunkte, aber das sind ja nur Erfahrungspunkte, deswegen EP. Daniel erreicht Level 20. Und wie gesagt, mit Level 20 passiert bei Daniel etwas, außer dass er Energiefokus erlernen will, was er nicht erlernen wird. Und zwar, ja, komm. Ich kann einfach nie siegen. Das tut mir natürlich sehr leid. Verzeihung. Aber Daniel entwickelt sich. Yeah. Wahnsinn. Und so unvorhergesehen, ne? Und so unerwartet auch. Wow. Glückwunsch! Dein Daniel wurde zu radikal. Daniel versucht Grimasse zu erlernen. Nö. Brauchen wir nicht. Erstens kann Daniel schon ganz gut Grimassen schneiden, da braucht er nicht die Attacke dazu zu erlernen, wie ihr hier ausdrucksvoll seht. Und zweitens ist Daniel schon schnell genug, da braucht er keine Grimasse. Nö. Und ja. Genau. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Radikal. Ich bereue irgendwie. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Ja, ich will gar nicht wissen, was ihr da treibt, wie gesagt, also, ne? Ich bereue es irgendwie, dass Radfratz, als wir es gefangen haben, nicht Karl genannt zu haben, weil das würde ja jetzt ganz gut passen, ne? Okay, Radfratz gegen Radikal. Ich mache einen Hyperzahn mit meinem frisch entwickelten Pokémon, ja? Bis eben hatte ich auch noch einen Radfratz-Picknicker Nancy, aber das war mal. Ist das Radikal nicht süß, hä? Was sagt ihr? Mit dem fleischigen Schwanz da und dem... Ah, schön. Pikachu, ja, da wechseln wir mal zu Veronika. Da fällt mir ein, wo ich gerade hier so schön die Ratte da sehe. Ich habe letztens hier vor meiner Haustür so ein... Moment, Schaufler. Vor meiner Haustür eine Ratte gesehen. Das war total... Ach, ich weiß nicht, was es da getrieben hat, ne? Wahrscheinlich Vorräte gesammelt oder was, jetzt zur Herbstzeit, ne? Ein bisschen für den Winterschlaf und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Auf jeden Fall total süß. Habe ich da aus der... Ja, war nicht direkt vor der Haustür, ne? Habe ich da aus der Ferne so gesehen. Oh, ist das nicht eine Ratte? Guck mal an. Hey, Statik, was soll das denn? Frechheit. Bin dann noch ein bisschen näher gekommen und da ist die Ratte schnell weggelaufen in den nächsten Laubhaufen, ne? Und da hat nur der Schwanz noch ausgeguckt und die Schnauze und total süß. Ah, okay, gut. Ja, das war jetzt sehr schnell mit dem Pikachu und der Veronika. Hallo, wer bist du denn? Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ja, das sehen wir jetzt, ne? Okay. Ich fand das gar nicht schlecht, dass Veronika jetzt dank dem Pikachu von der Nancy, Käfersammler Bastian, ja, ich rede mit dir, dass Veronika dank dem Pikachu von Picknicker Nancy schon Erfahrung mit
Elektro-Pokémon bekommen hat. Weil in der nächsten Arena gibt es eine ganze Menge Elektro-Pokémon. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn Veronika das schon mal ausprobiert hat, ne? So, Ruckzuckieb. Genau, da hat eine Paralyse auch gar nichts gebracht. Ich bin nämlich schneller mit meinem Ruckzuckieb, Käfersammler Bastian. Du bist ein zu guter Trainer. Ich weiß, das ist einfach... Ja. Okay, ich tausche mal gerade aus. Weil die Paralyse ist ein bisschen hinderlich, auch mit dem Ruckzuckieb. Ich hole mal Peter nach vorne, dann können wir den noch ein bisschen trainieren. Weil ich glaube, kämpfen, meinst du mich? Na gut, los geht's, yeah. Weil bevor wir zur Arena gehen in Orania City, gehen wir noch woanders hin. Und ich vermute einfach mal, dass es da sehr viele Wasser-Pokémon geben wird. Und deswegen trainiere ich noch etwas Peter, yeah. Weil ein paar Level auf diesem Level 20 ist schon nicht schlecht, ne? Das kann nicht schaden. Genau. Ein Taubsi. Ja, ich glaube, das wird... Oh, hat er doch überlebt. Ruckzuckieb. Ich glaube, das wird recht schnell gehen. Ist auch schon recht schnell gegangen. Noch ein Taubsi, ja, okay. Warum nicht? Noch einmal Donnerschock. Hast du nur Taubsis? Kann das sein? Weil hättest du noch andere Pokémon als Taubsis, ne? Dann hättest du jetzt statt dem Taubsi ein anderes Pokémon eingesetzt. Deswegen denke ich mal, jawohl, das dritte Pokémon ist auch ein Taubsi. Das wird jetzt auch gedonnerschockt und dann war es das auch mit Picknicker Hedwig. Diese schönen Namen. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ein paar EP. Und eine besiegte Picknickerin. Das hat nicht ganz geklappt. Nee, nicht wirklich. Was hast du erwartet mit drei Taubsis? Also, okay, hallo, wer bist du denn? Hört dich da jemanden vorm Kämpfen sprechen? Also mich nicht. Ich spreche nicht. Ich bin stumm. Camper Raphael. Aber deine Freundin da eben, ne, die Hedwig, die hat von Kämpfen geredet, glaube ich. Ein Habitat, ja. Das dürfte genauso schnell vorbei sein wie gegen die Taubsis von der Hedwig. Genau. Ah, ich find's schön, dass mein Team so stark geworden ist. Und ein Radikal. Ach, guck mal an. Jetzt vermisse ich irgendwie mein Markus, ne? Mein Menki. Wen nehmen wir denn da? Komm, dann nehmen wir mal Veronika. Veronika ist nämlich ein Gesteintyp und da kann Radikal eigentlich recht wenig machen. Auch wenn wir paralysiert sind. So, was machen wir denn? Wir zeigen mal die Intensität. Genau, das dürfte nicht viel machen. Wunderbar. Wieso hast du ein auf Level 16 entwickeltes Radikal? Meins hat sich erst auf Level 20 entwickelt. Du Cheater. So, das hast du nicht anders verdient. Ha! Okay. Das ist sowas. Ich hätte es besser überhört. Hättest du besser. Ja. Ich würde dich am liebsten melden hier. Bei der Pokémon-Liga. Du Cheater. Willkommen in Orania City. Und willkommen im Pokémon-Center von Orania City. Einmal heilen, bitte. Ich habe ein paar paralysierte Pokémon. Das ist nicht schön. Mit denen kann ich ja gar nichts anfangen, Mensch. Wenn die so paralysiert sind. So, Dankeschön, Schwester Joy. Und wir gehen jetzt mal... Ach, die Musik ist auch so wunderbar in Orania City, ne? Ach, schön. So, wir gehen jetzt mal hier in dieses Häuschen. Hallo! Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Habe ich noch nie, aber ich angel gerne, jawohl. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln. Kavo hält eine Angel. Danke sehr. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und tschüss, ja. Das war ein bisschen zu flott. Ja. Hier ist also Orania City. Da ist ein Markt und hier ist jemand mit einem Macholo. Macholo. Ach, sehr schön. Ein Macholo ebnet das Land. Wäre da nicht irgendwie ein schwereres Pokémon angemessener? Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Also der sieht mir schon recht eben aus eigentlich. Naja, gut. Mach du mal. Ich weiß gar nicht. Doch, genau hier. Ich glaube, da gibt es auch irgendwas zu machen. Hallo?
Na, ihr? Ich liebe mein Jurob! Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme! Ja, je nachdem wie fest du es drückst, ne, quiekt es mit Sicherheit so. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon! Und mein Pikachu ist süßer als eure beiden Pokémon zusammen, so. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ja, wie eigentlich jeder hier in diesem Spiel. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen und etwas über meine Pokémon zu hören? Natürlich, sehr gerne. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf, ja? Tust du. Nur ein bisschen, aber es ist schon okay. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ein Radcoupon, aha. Na, guck mal an. Zeige den Radcoupon im Fahrradladen von Azuria City. Du hältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja. Ich werde es genießen, tatsächlich. Und so ein blödes Stück Papier, ne? So ein Radcoupon, Moment, ich gehe nochmal hier rein, ist genauso wertvoll wie ein Fahrrad. Also das kann ich gegen ein Fahrrad eintauschen, was eine Mille Poké-Dollar kostet. Also sowas. Besitzt du ein Habitak? Willst du es gegen Porenta tauschen? Habe ich ein Habitak? Weil ich würde schon gerne tauschen eigentlich. Porenta ist cool. Weg. Porenta ist gar nicht so verkehrt, ne? Moment, ich glaube, das mache ich mal. Dann können wir auch mal gucken, wie ein Tausch hier in Feuerrot aussieht. Bewegen, genau. Ich habe ein Habitak. Ich habe ein Habitak, tatsächlich. Cool. Gut, da müssen wir gerade mal jemanden in die Box legen. Ja, ist ja nur vorübergehend. Und zwar, Daniel, ich habe gerade gesehen, wie wir unser Habitak genannt haben. Hubert, das Habitak. Schöner Name, auf jeden Fall, ja, gefällt mir. So, weg. Mein Gott, du stehst mir immer im Weg, weißt du das? Wer bist du überhaupt? Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Aha. So, hallo, ich habe ein Habitak für dich. Ich hätte gern ein Porenta. Bist du dein Habitak? Willst du es gegen Porenta tauschen? Ja, will ich. Ja, will ich. Da. Das ist Hubert. Tschüss, Hubert. Zu Elisa, aha. Alles klar. Ha. Game Boy Advance. Das war noch Zeiten. Da ist es. Ach, Porenta ist so geil, ne? Also, ist zwar schwach. Okay, gebe ich zu. Ne, ist nicht das beste Pokémon, aber ich finde es einfach cool. Das ist eine Ente. Was Polenta heißt. Aha. Das ist eine Ente mit einem Stück Lauch im Schnabel. Oder im Flügel, ne? Hat ein Stück Lauch dabei. Das ist doch total, ne? Vielen Dank! Kein Ding. Das ist praktisch ein komplettes Weihnachtsmenü. Ne? Wenn man's bei 200 Grad 2 Stunden in den Ofen schmeißt. Da hat man eine gebratene Ente mit Lauch. So. Pokémon bewegen. Tut mir leid, Polente. Ich werde dich jetzt mal wieder rausholen aus dem Team. Was für ein Level bist du eigentlich? Ich hatte ein Level 7 und eine Lauchstange dabei. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir ein Porenta. Wenn ich irgendwann gut drauf bin, dann nehmen wir dich mal mit, ne? Ich finde Porenta cool. Im Moment ist es aber relativ unnütz, ne? Hier wegen der Arena da links jenseits des Wassers. Genau. Weil Flug-Pokémon bei einer Elektro-Arena ist relativ uncool. Hallo, wer bist du denn? Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Okay. Ich habe schon das Ticket, ne? Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Kann man sagen, das Bus-Ticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Ja,
Ah, diese Musik. Das ist doch schön, oder? Willkommen auf der MSN. Was wir auf der MSN so alles anstellen können, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.